Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play World of Tanks. Immer noch unter dem Format der britischen Herausforderung. Ihr seht schon, da ist jetzt ein bisschen was anders. Ich habe nach Auftrag Nummer 5 angefangen, die Runde nicht mehr live aufzunehmen, weil ich habe, ihr seht, ich zeige mal ganz kurz hier. So, meine wundertolle Siegrate. Ich habe heute die Siegen geholt. Aber anderes Thema. Und zwar, ihr seht, ich habe heute 76 Gefechte gemacht und oftmals habe ich es nur geschafft für einen Auftrag, ja, 4 Runden hinzubekommen. Wenn es gut lief, 5, 6 Runden vielleicht. Da können wir ganz kurz hier durchschauen. Also hier beim Neuner, 4 Runden. Und ich habe heute nur für den Neuner gespielt. Also 4 Runden und nicht mal die ganzen EP nicht. Da 6 Runden, da 9. Okay, 9 war jetzt nicht gut. Ich glaube, ich habe nur eine Folge davon. Ja, 4 von 5. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wäre es uns viel zu viel gewesen zu geben und Kassetten. Nehme ich das alles als Replay, aber werde hier Moderation machen. Das heißt, sie haben den Panzer jetzt noch nicht geholt, aber ich werde ihn mir bei 90% jetzt holen. Mittlerweile ist der, was ist jetzt, 28.09.0:06 Uhr. Also, ja, werde ich mir gleich holen für 90%. Gut, auf jeden Fall haben wir heute hier den Auftrag Nummer 6, zumindest seht ihr den heute erst. Ja, habe ich schon abgeschlossen mit 35.000 EP, das seht ihr hier. Aber auf jeden Fall wäre der Auftrag gewesen, den werdet ihr, glaube ich, auch sehen. Fünfmal die Auszeichnung Großkleber bekommen, natürlich wieder nur in Stufe 10er Vollzeit. Dann sehen wir uns gleich in der ersten Runde wieder. So, da sind wir auch schon in der ersten Runde drin. Ich starte gleich mal das Replay. Und zwar war ich unterwegs, wie in allen 4 Gefechten, die ihr sehen werdet, auch im Objekt 268. Wir mussten ja Großkaliber machen, glaube ich, war es. Das ist schon ein bisschen her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Mittlerweile ist der, was haben wir heute, 2.10. Also, ach, schon ein bisschen her. Und ich war hier unterwegs im 10er, 9er, 8er Match. Also, Top-Tier. Gegen Objekt 430 U, Grille 15 und T92 HMC. Wir hatten Centurion Action X, mich im Objekt 268 und eine GWE 100 AT. Ja, Karte ist Paris, wie ihr seht. Wir gehen gleich mal in meine Sicht rein. Ja, Turnerwin habe ich schon erwähnt, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ist schon länger her. Also, ich habe auch die, na, wie heißt, die ganzen Eye-Moderationen schon vorher aufgenommen, als das Event noch am Laufen war. Das heißt, das war auch, ich glaube. Wann war das Event aus? Weiß gar nicht mehr. Am Tag davor auf jeden Fall. Am Tag davor abends. Irgendwie um 0 Uhr irgendwas habe ich das dann noch aufgenommen. Kurz bevor ich mir den Panzer dann geholt habe. Also ich habe 9 Aufträge abgeschlossen und konnte mir dann für 6 Euro und Fahrzeugquetscht, glaube ich, kaufen. 6 Euro 23? Irgendwas bis 20 Cent auf jeden Fall. So, da ist auch schon der erste Gegner. Das Objekt für 30U. Ich wollte eigentlich jetzt hinter den Haufen fahren und als erster da sein, aber das Objekt für 30 war da wohl ein bisschen schneller. Drücken wir erstmal schon ein paar Stellen rein, wenn ich noch am Nachladen bin. Finde ich nicht so cool eigentlich, aber naja. Mein Team kommt jetzt auch langsam ran. Der T54, ja, pf, keine Ahnung, warum der mit Mitraille schießt. Also kann man mal machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Da die zweite schöne Stelle in den Defender rein. 752 Besitz, ja, leichte High Rolls gemacht. Kann man sich im Moment noch nicht beschweren. Ich sollte vielleicht mal auf die Panzer umschalten. So. Man sieht auch, was da unterwegs ist im Gegner-Team. Ja, Emil 2 haut jetzt eine rein. Da bin ich lieber zurückgefahren, bevor die zweite Stelle kommt. So. Jetzt kommt's. Also, ich weiß überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Das ist ja schon länger her. Zack. 748. Und der Defender ist weg. Jetzt haben wir noch vor uns IS-3, ein VK 101P und den Colonel mit Action X, auf den ich ja gespielt habe. Zack, 831, schöner Highroll. Ich habe schon gedacht, ich schaffe das nicht, aber ja, da war RNG mal mit mir. Habe ich schon den zweiten Kill gemacht. Und da vorne ist auch schon der Emil. Ich gehe erstmal auf die IS-3, glaube ich. Und da ist ein witziger Schuss jetzt dabei. Der kommt irgendwie komischerweise durch, fragt mich aber nicht wie. Okay, so nicht. Glaube ich, oder ging der so durch? Ne. Ne, der nicht. Aber danach kommt einer auf die IS-3, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass in dem Gefecht war. Ja, da trifft mich der Colonel, wenn, was ein bisschen blöd ist. Ich habe jetzt nämlich nur noch 410 HP. Jetzt hau ich da oben. Da rein. Ham. Einmal den Turm geovermatcht, 836 Damage gemacht. Und ja, IS-3 ist noch 664 HP. Wir sind mittlerweile bei 3.900 Schaden angekommen, immer noch 2 Kills. Vielleicht werden es ja bald 3. Ja, der trifft auch noch 664
Schaden rein und der dritte Kill 4.500 Schaden und 4.600 W8. Ach, VK hat schon einiges gefressen, ich weiß gar nicht wie. Und das VK ist fast top hier so viel fressen, vor allem da hat er eine ziemlich gute Panzerung, ja. So ein Körner, wenn der stand da nicht wirklich gut, vielleicht von 8er Heavy, der da an der Oberwanne nicht durchkommt, aber ja, für ein 10er TD mit 303 Durchschlag ist die Oberwanne natürlich so kein Problem. So, da vorne haben wir den Emil. Den nehmen wir auch mit raus, 5 Kills, habe ich einen Krieger gemacht? Weiß gar nicht, steht das 7 zu 6, könnte sein, also... Ich konnte auch gerade eben die Endauswertung nicht angucken im Spiel. Ich versuche mal das Replay hochzuladen auf IoT Replays und da drauf anzugucken. Wenn nicht, dann seht ihr die Endauswertung leider nicht. Aber ja, ich versuche mal auf IoT Replays hochzuladen, weil es in-game irgendwie nicht funktioniert. Wurde nicht angezeigt, konnte ich nicht drauf drücken. Also, keine Ahnung, was da los ist. Mal gucken. Bin schon froh, dass die Runde läuft. Ich hatte schon Angst, dass die nicht geht. Dann wäre... da bin ich gestorben. Okay, wusste ich gar nicht mehr. Okay, ich bin verreckt. Super, 5 Kills. Bin ich da rausgegangen? Vielleicht bin ich da rausgegangen, kann das sein? Ja, ich habe das Gefecht da verlassen, weil ich so schlau war. Okay, das ist jetzt blöd. Warte, dann das trotzdem weit auf, wenn man das Gefecht verlässt. Ja gut, da bin ich wohl raus, aber es ist ja auch unwichtig, was das Team macht. Ich glaube, es war ein Sieg. Nee, es war eine Niederlage. Ich glaube, das war sogar ein Lose. Wir gucken uns das gleich mal an. Wie gesagt, in der Endauswertung gucken wir mal, war jetzt mittlerweile 6082 W8, kann man immer so schlecht lesen, die Zahl da oben. 5500 Schaden, stand nicht 6500? Nein, war es nicht, war eine andere Runde. Und 63 Unterstützungsschaden, 5 Kills gemacht, für den 6. hat es leider nicht gereicht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder gleich in der Endauswertung oder gleich in der 2. Runde. So, mal ein kurzes Zwischending. Ich habe mal versucht, im Spiel hochzuladen. Da steht dran, ich versuche ein Replay von einem anderen Spieler hochzuladen, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil ich es ja selber gefahren habe. Und wenn ich es hier auf die Replays hochladen will, kommt dann sowas hier. Also, ja, irgendwann scheint der Replay nicht zu stimmen. Da ist ein anderes auch noch dabei. Also, 2 Replays sind das. Die werde ich jetzt wahrscheinlich... Ich mache die jetzt beide in dieser Folge. Das heißt, in dieser Folge werden wir keine Endauswertungen sehen. Und in der nächsten Folge dann immer noch bei Auftrag Nummer 6 sehen wir die dann wieder, denn da sind wir auch angezeigt. Gut, dann sehen wir uns gleich in der 2. Runde, auch ohne Endauswertung. In der ich auch wieder unterwegs war mit dem Objekt 268, diesmal auf der Karte Kloster im Standardgefecht. Wieder Top-Tier 10er Match gegen ihr 7 FV215B183, auch Kinderwerfer genannt. Und eine Conqueror Gun Carriage. Wir haben Super Conqueror Objekt 268 und eine GWE 100. Dann habe ich mich ganz kurz unentschieden, denn dieses Replay hat doch eine Endauswertung. Das andere, das nämlich keine hat, also das auch keine hat, ist nämlich auch auf der Karte Paris. Anscheinend mag der Replay Manager Paris nicht, genau wie ich. Und ja, deshalb haben wir in diesem Replay eine Endauswertung. Und das zweite ohne kommt dann in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, dass das ein anderes Match war und nicht das gleiche. Aber das eine ist um 17 Uhr irgendwas aufgenommen und das andere um 22 Uhr irgendwas. Also rein theoretisch soll es ein anderes Replay sein. Aber mal gucken, man kann ja nie wissen bei WoT, ne? Ja gut, ich bin jetzt hier nach rechts gefahren. In Richtung, ja, der TD-Position sozusagen. Und dann dachte ich mir, ne, da gehe ich doch wieder auf und ich bin Top-Tier, also kann ich auch mehr machen als da hinten rumgammeln. Das heißt, ich bin vor zur Badget gefahren. Die auch ganz alleine ist. Wir sind auch nicht wirklich viele. Hier ist ein Schutzwagen S1 hinter uns. Sonst nur die Badget und ich. Meistens geht es nicht gut. Da kommen sie nämlich dann zu 500 zu 10 rumgerummelt. Dann war es das erstmal. Aber diesmal ging es anscheinend gut. Ja, Centurion 1. Der ist natürlich ein Schleckermäulchen. Ich weiß nicht, was der da so lange auf mich guckt. Ich habe ein bisschen eingezielt. Zack, 801 Damage rein. Und damit ist er auch One-Shot. Jo. Das 1 nimmt noch raus. Und damit steht es auch schon 1 zu 0. Wir haben unsere ersten 800 Damage. Und da drüben KV4 natürlich. Ja, er kann mir eine reinbrücken, aber ich mache natürlich auch ordentlich Damage an ihm. Also 10er gegen 8er Matches sind einfach unfair. Das müsste ja, also das weiß ja jeder, denke ich mal. Nur Wargaming will es einfach nicht wahrhaben. Ja, KV4 schießt aber mit der Eon noch auf mich. Das heißt, er macht noch weniger Schaden als eh schon. Ich muss nicht mal richtig zielen, ich kann einfach auf die Oberwanne irgendwo schießen. Natürlich auch hier auf die gerade Fläche, da komme ich natürlich durch.
Aber ja, 8er gegen 10er Matches sind nicht so geil. So, da haben wir jetzt einen schönen Kinderwerfer, der hier AFK ist, zu unserem Glück. Und da dachte ich mir, jetzt denkt man nicht wahrscheinlich, du gehst jetzt auf den AFK-Bot. Okay, Bot ist ja nicht auf den AFK da. Ja, mache ich, weil es ein grüner Spieler, Jungs, und kann sein, dass einfach nur der PC kurz abgeschmiert ist bei dem. Und der in einer, ja, halben Minute wieder da ist. Und bevor der wieder da ist, mir eine Tausender-Schelle reinhaut, dachte ich mir, lieber nehme ich die mal raus. Ja, bevor er noch was anstellt hier, ne? Denn das sind G's auf die Art, die schon fleißig auf mich, das kennen wir ja mittlerweile. So, da ist der Kinderwerfer schon mal raus. Und jetzt können wir uns hier ganz geschmeidig um die ISO und um den T28 kümmern. Bin auch schon fleißig am Pingen. Pingen tue ich immer ganz gerne, vor allem immer fünfmal. Damit das Team auch sieht. Ach ja. Okay, gut. Bin ich da rausgefahren anscheinend. Und habe hoffentlich irgendeinem eine reingedrückt. Oha. Okay, wie ich da gebounced bin, weiß ich nicht. Keine Ahnung, der Punkt war grün. Schuss wird schon irgendwo anders hingegangen sein. Aber der ist eins da macht, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Also, er fährt das einfach mal YOLO vor als nicht gepanzerter TD. Das kann man natürlich da mal machen. Oh, die FV hat die guckt auf uns. Und da hier, der Protti seitlich, stark 770 in die Seite reingeschoben. Ja, damit ist auch One-Shot, ne? So. Ja, T55 kommt jetzt von hinten, wird ihn wahrscheinlich rausnehmen. ISO ist mittlerweile auch schon rausgenommen worden. Ne, hat nicht rausgenommen, hat zu wenig Alpha-Schaden. Aber schon 8 zu 3, wir haben noch 3 Artis übrig, 3 Heavys und ein TD. Da ist schon eine Arti. Die nehmen wir auch gleich raus, zweiter Kill. 4300 Schaden. Doch, 11 zu 3, also das wird auf jeden Fall ein Sieg. Dann noch die beiden T10s, die werden wahrscheinlich auch gleich raus sein. Und dann haben wir noch eine Arti. Und ein IS-7, der noch gar nicht offen war. Oder ist der offen? Doch, der ist offen. Man sieht ihn auf der Map nicht so wirklich, weil der Superconqueror drüber steht. Aber er ist auf jeden Fall offen. So, das ist die Conqueror Gun Carriage. Da fährt der Stützwagen S1 nicht vor. Das ist nämlich auch ziemlich dumm von ihm. Ihr werdet gleich sehen, warum das dumm wäre von ihm. Deshalb. Und er hat nur Splash-Schaden bekommen. Ist schon, hat schon irgendwie 200 HP verloren oder so. Oder 100. Aber ja, jetzt haben wir es rausgenommen, haben ein bisschen Damage kassiert, aber naja. Wir haben ja noch genug die Chance, dass die Arti uns hier 1500 Damage reinholzt. Ist relativ gering. Von daher bin ich da einfach rausgefahren. Und ja, da war es ein Sieg. Ich habe überlebt. Ich bin diesmal nicht vorzeitig aus dem Gefecht rausgegangen. Schon mal sorry dafür, aber ne, wenn man irgendwie nach 70 Gefechten vielleicht 4 Runden schafft, die man auch, oder die den Auftrag auch erfüllen, den man aufnehmen kann. Und dann einfach verreckt, dann ist man einfach ein bisschen angepisst und geht einfach raus aus der Runde. Habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Aber naja, gut. 15-4, 3 Kills gemacht, 4894 Schaden, 425 unterstützt und 5131 Wehnacht. Ja, dann war's mit der Runde und ich würde sagen, wir gingen mal die End aus. Ja, genau, das kam mir auch noch so komisch vor. Der Typ hat mir da irgendwie durchs Rohr geschossen. Sah auch komisch aus, aber okay. Gut, das ist ein anderes Thema. Dann bis gleich in der Endoswelt. Also, wie wir gesehen haben, war das natürlich ein Sieg. Alle Gegner wurden zerstört. Knapp 58.000 Credits habe ich brutto bekommen und 1340. Ja, eine zweite Klasse war es, ein Wirkungsfeuer, eine Pascucci-Medaille. Bei gegnerischen Asis zerstören. Und natürlich das Großkaliber, das wir brauchen, um diesen Auftrag abzuschließen. Haben wir nicht geschafft, aber also komplett abzuschließen haben wir nicht geschafft, aber zumindest den einen Teil haben wir geschafft hier. Beim anderen Gefecht natürlich auch, das war auch ein Großkaliber, sonst hätte ich es ja nicht genommen. Ja, sonst 3 Kills gemacht. Mal gucken, 100% Trefferquote hier. Guck mal. Von den EP, beste mit 893 EP und ja, zum Schaden mit Großkaliber natürlich auch der beste mit ja, 4800. Ist jetzt keine Monsterrunde gewesen, aber ja, ihr seht schon, andere mit 0 oder hier 600 bis 1000. Na? Neun Schuss, neun Treffer, acht Durchschläge, leider einer nicht durchgegangen. 4894 Schaden, drei jetzt kassiert, drei sind durchgegangen. Ein Flächenschaden, ja, ein Gegner gespottet, sechs beschädigt, drei zerstört und
425 Schaden ermöglicht. Mit Premium hatte ich das ja schon. Kann sein. Ja, mit Premium 29.400 EP bekommen, Credits bekommen, nicht EP, das wäre ein bisschen viel. Und 1340 EP, 66 freie EP. Ohne Premium 9954 Credits, 893 EP und 44 freie EP. Und bevor ich es vergesse, mal ein lieben Dank an den WD. Ich weiß gerade die Zahlen nicht hinten dran, die hinten haben, aber an den Werner aus meinem Clan. Vielen lieben Dank für 14 Tage Premium, die du mir geschenkt hast. Das sind auch schon einige Tage rum. Ich habe jetzt noch 6 Tage. Und ich glaube, ein oder zwei Tage habe ich noch dazu bekommen durch die Auftragserledigungen. Also sind schon einige Tage rum und deshalb konnte ich mir auch schon, ich mach mal ganz kurz zu hier, konnte ich mir schon den 7er Italiener holen. Bin da auch schon bei 10.700 BP, also es geht wirklich extrem schnell. Und ich konnte mir endlich nach extrem langer Zeit, die ist aber gar nicht so gut, die IS-7 holen. Jui. Aber wie gesagt, die ist nicht wirklich so gut. Also halt nicht wirklich viel ab, außer am Turm natürlich. Aber sobald man irgendwie die Unterwanne von euch sieht, ne, also... Wenn ihr von Teil zum Gegner steht, kommt dann eine Unterwanne durch. Wenn ihr euch anwinkelt, kommt dann eine Unterwanne nicht mehr durch, aber dafür hier. Oder hier. Also das ist ein bisschen schwierig, IS-7 fahren. Frischlag ist auch nicht wirklich besonders, aber na, IS-7. Gut, dann, ja, war es für diese Folge. Stimmt, die zwei Runden sind ja schon wieder rum. Und, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und natürlich auch, was ich verbessern kann. Den Kernavan. Kernavan Action X, nicht zum Turin. Den Kernavan Action X, den werde ich natürlich auch noch im Video zeigen, wenn die ganzen Folgen hier rum sind. Und, ja, dann, wisst ihr ja, Unterstützung könnt ihr mich gerne über Instant Gaming oder Tippestream auf Instant Gaming. Könnt ihr euch günstig Spiele kaufen. Zum Beispiel, vielleicht, gibt's Battlefield 5? Ich glaube schon. Mal gucken. Könnt ihr reinschauen. Link dazu ist in der Videobeschreibung, genau wie der Link zu meinem Modpack Pro Mods, das ich verwende. Und, ja, dann, Daumen oder Abo wäre immer super und bis zum nächsten Mal.